Heute bringen wir Licht ins Dunkel von Andreas Honda Dax. Ralf lernt, wie sich Zündspannung anfühlt. Und wie immer, lustige Geschichten aus der Vergangenheit. So, komm mal ein bisschen ins Bild rein. Also, das ist der Andreas de Bray, mein guter Freund, der sich im hohen Alter noch eine Honda Dax zugelegt hat. Und, ein Jugendtraum. Ein Jugendtraum, genau. Und so wie ich das mit meinem Bus gemacht habe, und der hat heute mich davon abgehalten, an meinem Bus weiterzumachen, um sich um seine Honda Dax zu kümmern. Die haben wir schon mal vor ein paar Monaten, haben wir die, im Herbst letzten Jahres, den Vergaser irgendwie getauscht. Und drüben das Ölsieb sauber gemacht und diese ganzen Geschichten. Die Kupplung eingestellt, muss nochmal nachgestellt werden heute. Und jetzt gibt's neue halt noch Gabel haben wir reingemacht. Eine neue Gabel haben wir reingemacht, genau. Also alles an einem Tag. War eine sehr lustige Arbeit. Und was haben wir heute? Was hast du heute für Probleme? Problem ist zurzeit. Du musst da reingucken, ja? Also Problem ist zurzeit, dass irgendwie die Elektrik sich langsam verabschiedet hat. Das heißt, normales Licht, Rücklicht geht nicht. Dafür ein super gutes Bremslicht. Also die Batterie, der Kram ist okay, aber da müssen wir heute mal gucken, ob wir den Fehler finden oder nicht. Ne? Weil das Problem an den Dingern ist überhaupt, der hat 6 Volt, hat das Teil, ja? Und durch die 6 Volt ist vorne, das ist wie, als würde ich ein Teelicht da vorne reinstellen. Also vom Licht her ging das nicht richtig. Ich habe mir damals, habe ich nachgelesen bei so DAX-Foren, dass das Problem ist, der muss ja die Batterie laden. Und fürs Laden der Batterie braucht er so viel Strom, dass er irgendwie nicht mehr genug übrig hat. Dann sinkt die Spannung noch weiter ab und deswegen ist vorne kein Licht. Heute gucken wir uns also mal an, wie sieht es mit dem Strom aus. Und ja, irgendwie läuft sie auch zu fett, wenn sie kalt startet. Ihr könnt ja mal mit zuschauen. Wahrscheinlich gibt es viele DAX-Fans unter euch, die da noch ein paar Tipps geben können. Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare und dann machen wir uns jetzt mal an die Arbeit. Also. Jo. Gut, dann. Aber die Hupe geht auch geil. Ja, dann mach ich doch mal an. Führ doch mal vor, wie es aussieht. Das ist die Hupe. Doch nicht. Wahrscheinlich, wenn sie an ist. Ja. Da siehst du ja, dass die Spannung zu schwach ist. Und du hast die Batterie, ist hinten noch drin. Aber Ladegerät hast du zufällig nicht dabei. Die ist geladen. Die ist geladen, okay. Ja. Ist top geladen. Und seit wann geht die Lampe vorne nicht mehr? Ging das noch letztes Jahr? Das ging, als wir. Ging noch, ja. Eigentlich, ja, kurz darauf habe ich dich irgendwann mal angerufen. Okay, und wo geht die einzuschalten, die Lampe? Da ist uns der Dings kaputt gegangen. Ach, der Schalter, ja. Das Ding, ich weiß jetzt nicht, welche Stellung. Ah, okay. Ne? Aber die müsste jetzt angehen, wenn wir sie einschalten. Nee, das geht erst an, wenn der Motor läuft, ne? Ehrlich? Ja, wir können ja, bei Spannung müsste ja eigentlich drauf sein, oder? Was machst du jetzt? Dinger auseinandernehmen. Ah ja. Wenn, dann nehmen wir sie ganz auseinander. So. Dann müssten wir rein theoretisch hier Strom drauf haben. Unabhängig vom Schalter. Unabhängig vom Schalter. Eigentlich müsste hier hinten jetzt irgendwo Saft drauf sein. Müssen wir mal gucken, haben wir eigentlich ein Messgerät hier? Sowas habe ich nicht. Du bräuchtest jemanden, der die ganze Zeit die. Ich bräuchte eigentlich einen Kameramann. Ja. Kamerakind. Ja. Und kannst du deine Kinder dazu mit? Na, die interessieren sich da nicht so dafür. Da unten geht's weiter. Nach vorne. Genau, vielleicht nehmen wir mal die Kamera hier vorne hin. Weil wir sie nicht gecheckt haben. Genau. Wo haben wir den Schalter? Ja, wir müssten jetzt einfach mal gucken, dass wir das hier vorne aufschrauben.
das Ding. Da unten rum. Genau. So, das sieht ja nicht gut aus hier. Da sind ja ein Haufen. Das hast du das letzte Mal schon gesagt. Ein Haufen Cablejet. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie ein bisschen einen Strom haben. Da ist aber nichts. Da ist alles tot. Kann ja auch nicht sein, wenn wir hier keinen Strom haben. Wo geht denn das Kabel hin? Oh, da haben wir viele rote Kabel. Da gucken wir mal, ob die eventuell ein Strömchen haben. Nee. Ja, doch. Ja? Da war eben. Jetzt nicht mehr, aber eben war was. Ja. Da hinten, der hat Saft? Da auch. Okay. Aber der nicht. Doch. Doch. Also da kommt schon mal Strom her. Und hier hinten haben wir noch ein rotes Kabel. Wo geht das hin? Das geht da rein. Und geht hier. Ui, ganz schönes. Geht hier hinten lang. Ach, das ist für die Bremse. Das ist Bremse. Das ist die Bremse. Das heißt, dadurch, dass wir hier Saft drauf haben, funktioniert das Bremslicht hinten. Wenn wir das rausziehen. Ja, und wenn ich das. Genau, und die Rücktrittbremse geht auch als Bremslicht. Genau. Gucken wir mal, wo die einzelnen Kabel hingehen. Das braune geht hier drauf. Da passiert nichts. Das weiße geht da rein und ist verschweißt. Und braun. Keiner was. Also den Weißen haben wir jetzt durchgeguckt. Jetzt gucken wir uns den Grünen an. Das Ding ist natürlich, wenn so ein Fehler, und das ist direkt aufgetreten, nachdem wir das dann das letzte Mal gemacht haben. Ja. Das heißt, zwischen unserer Arbeit und dem Fehler besteht ein kausaler Zusammenhang. Dann haben wir irgendwas wahrscheinlich auseinandergezoppelt. Hier oben, was komisch ist. Meinst du, wir haben was falsch gesteckt? Ja, oder irgendwo was rausgeht, aber das müssten wir ja sehen. Man kann einfach nicht irgendwo, gar nicht mal da vorne drin, irgendwo einfach ein Kabel. Was? Ja, es gibt ja nicht so viel Kabel. Das Einzige, was wir ja gemacht haben, wir haben die Gabel getauscht. Yeah. Und beim Gabeltausch haben wir uns hier vorne an den Kabeln zu schaffen gemacht. Yeah. Die hatten wir aber alle nicht auseinander. Nee. So. Das Einzige, wo jetzt Strom drauf ist, ist rot. Aber es gibt hier drin, wir haben jetzt das Braune, das haben wir kontrolliert. Und das Rotbraune, das läuft hier raus und geht hier rein. So Kabel, dass du das immer so schnell checkst, ey. Ach, ich bin doch ja, Elektriker. Elektriker. Ich habe sonst nichts gelernt im Leben. Muss doch wenigstens als Elektriker. So, also hier ist auch kein Saft drauf. Und ohne Saft kann nichts funktionieren. Und was halt lustig ist, ist mit diesem, dass ich das so langsam. Das es war erst an und dann ging es nicht mehr, oder was? Dann ist es langsam ausgegangen. Also nicht, wo du sagst, an, aus, ja? Ja, ja, ja. Sondern hat sich so langsam... Und das schnell oder innerhalb von Tagen? Nee, nee, ja. Relativ schnell. Okay. Und dadurch, dass das Bremslicht ja hell genug ist, wissen wir, dass die Bordspannung ja nicht, dass es irgendwo einen Kurzschluss gibt und der keine Bordspannung mehr hat. Da müssen wir vielleicht die Batterie nochmal rausnehmen. Aber das kommt mir heller vor. Das Bremslicht. Ja, weil der andere Kram nicht dranhängt. Der andere Kram nicht. Ja, aber Spannung ist ja da.
gucken wir mal rein hier. Das ist ja wie beim Zahnarzt. Uiuiui, aber das sieht alles relativ oxidiert aus. Was waren die letzten Worte des Elektrikers? Was ist denn das für ein komisches Kabel? Ja, wir haben jetzt mal überlegt, also ich habe jetzt vorne den Strom gemessen, aber jetzt bin ich drauf gekommen, dass von der Batterie ja kein Strom fürs Licht kommt. Das Licht geht nur, wenn der Motor läuft. Also kommt das Licht unten vom Generator, der Strom. Und jetzt probieren wir einfach mal aus, ob es funktioniert, ob das Licht geht, wenn sie angemacht wird. Der Andreas wird mal die Mühle anschmeißen. Probier sie mal. So. Jetzt messen wir mal das Licht. Eben hat kurz das Grüne. Ja. Geht nichts mehr. Es geht nichts mehr. Im Winter? Ja, ja. Schalte vielleicht. Ah, da hängst du da dran, da blitzelt. Wo? Da. Ah ja, okay, lass mal. Mach mal aus. Da kriegt man irgendwo, habe ich gerade einen gepfeffert gekriegt jetzt von dem Ding, aber kann nichts passieren. Also der Strom ist nicht hoch. Ich meine, geht's dir gut? Ja, ja, klar. Das kann nichts passieren. Also ist wie beim Elektrofeuerzeug. Du kriegst 50.000 Volt, aber kein Strom. Ah. Da müssen wir mal gucken. Das heißt ein Fehlstrom oder was? Ja, irgendwie ist da, eigentlich darf hier auf dem Außengehäuse keine Spannung drauf sein. Ja, da stimmt irgendwas mit Lamp da drinnen nicht. Das Problem, ich will mal gucken, ob man es hier zeigen kann genau. Ihr seht, hier hing das nur noch am seidenen Faden. Und wir haben hier oben, das ist der Plus. Und der geht hier an die Masse oben dran und der hat sich mit dem Gehäuse hier verbunden und ist einfach gegen die Masse kurzgeschlossen gewesen. Das war wahrscheinlich der Grund, warum das Ding nicht richtig gelaufen ist und warum das Licht halt nachher nicht mehr ging. Das machen wir jetzt neu und dann schauen wir, wie es aussieht. Das ist ja geil. Das heißt, du hast einen Abstand eingestellt? Nee, das macht er automatisch. Das Kabel sieht aber nicht mehr gut aus. Woran merkst du das? Ja, weil es ganz braun, ganz schwarz ist, auch innen drin. Und das ist jetzt nicht neu. Nö. Machen wir erstmal, ich probiere es erstmal aus, dann können wir diskutieren. Nicht, dass das ist ja auch, nicht, dass das Kabel wieder an die Wand geht. Ja, ja.
Durchs Hoppele. Durchs Bobble. So. Und grün war hier. Gut, dann müsste jetzt schmaße mal. Oh. Ich weiß noch nicht, ob der Schalter dann, aber das sehen wir dann. Okay, mach nochmal aus. Nicht, dass ich wieder AKF Feld krieg. Warte mal. Okay, wir gehen. Schaltest du Licht da extra irgendwo ein? Nee. Hä? Licht muss, ach so, schaltest du an der Seite ein. Ich hab das nie geschaltet, also das ist immer auf angelassen, ne? Ja. Der Lenker ist gerade hier rüber geschwenkt. Hinten geht's auch nicht? Nee, ich hab gesagt, jetzt wieder geschüttelt. Nee, da ist auch überhaupt nichts drauf. Tja, haben wir irgendwo eine Sicherung, oder? Weil da müsste ja jetzt Saft da sein. Egal, was wir machen. Wie kann das sein? Schwarz ist nett. Meine Mutter hat mir das nicht erzählt. Jetzt muss ich mir mal schauen. Das stimmt doch was nicht. Du hast aber auch immer Sachen hier. Hier seht ihr jetzt das Kabel. Wir haben jetzt ewig rumgemacht und haben hier geprüft. Also es ist so, der Sockel, der hier unten ist. Moment, wo haben wir es? Also hier ist die Lampe, die hängt unten auf diesem Sockel. Der Sockel ist mit Federn rangezogen. Jetzt haben wir die Kontakte neu gemacht. Und hier, dieser Kontakt, da war ein grünes Kabel dran. Hier war ein grünes Kabel. Also hier war ein grünes Kabel dran. Und dieses Kabel war direkt am Anschluss gebrochen. Das heißt, zwischen dem hier und dem Kontakt hatten wir keine Masse. Und das ist der Fehler gewesen. Unfassbar. Suchen jetzt schon locker seit anderthalb Stunden rum, wo dieser Fehler in dieser blöden Lampe liegt. Wahnsinn. Also, machen wir weiter. Ich habe jetzt nochmal die Masse angeschlossen neu. Jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Ob es wirklich nur an dem kleinen scheiß Massegabel lag. Dreht mal an. Warte mal, ich nehme die Finger weg. Ist okay. Guck mal, wie hell, ne? Geil! Super! Jetzt müssen wir uns nur noch hinten ums Licht kümmern. Noch ein Grund, warum ich am Bus die Kabel alle austausche. Ja. Wenn so ein kleines Scheißkabel wirklich an einem Faden dranhängt und dann das hing nur noch an der untergeklemmten Isolierung, an diesem Kabelschuh dran. Deswegen hat man das nicht gesehen. Und wir haben uns hier einen Wolf gemessen. Bremst jetzt mal. Aber da kann ja nichts passieren, ich habe ja keine Masse. Boah! Leute, hey. Dann kannst du irgendwo Licht ausschalten, aber das ist jetzt nicht das Licht, das ist ja unten. Ist jetzt ist ja irgendwas falsch gesteckt jetzt, oder? Das ist ja das Bremslicht. Das ist das Bremslicht, genau. Aber wir haben doch jetzt nichts verändert. Ich habe doch hier das Bremslicht, das ist da hinten auf dem grünen Kabel drauf, da wo es auch hingehört. Aber es hat doch vorher funktioniert, dass es dann anging. Machen wir die Zündung aus.
Jetzt ist die Zündung aus. Und die Bremse ist nicht irgendwie getreten oder dass wir die jetzt irgendwie gezogen haben. Mal Zündung nochmal an. Jetzt ist aus, jetzt treten wir mal die Bremse. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Da hing das eben nur irgendwie. Jetzt ist nur die Frage. Wo hing jetzt wieder was? Naja, keine Ahnung, dass da vorne der Schalter hing. Weil jetzt ist es aus. Ach so, das Zündschalter. Nee, der Bremsschalter, dass der hing. So. Dass wir nämlich den Bremslicht jetzt einfach mal die Bremslichtlampe hier oben an die Lampe dran machen. Dann müsste das Bremslicht als Rücklicht funktionieren. Weißt du? Mhm. Upsa. Okay, dann schmeiß den Hobel nochmal an. Achso, warte mal. Ich mach das lieber mit meinem Handschuh. Weil. Ja. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, arg Feuer krieg. So, warte mal. Okay. Perfekt. Also funktioniert. Ich hab doch mal Fernentsorger gelernt. Ja. Erinnerst du dich? Da hatte ich einen 7- oder 9-monatigen Metallkurs. Bei der Firma Pittle. Ja. Also. In Langen. In Langen, ja. Mussten wir auch U-Stahl feilen und so einen Scheiß. Ja. Auch mit dem Meister, der da so ein. Ja. Da war nur so. Eine richtige auszubildenden Werkstatt, ne? Ja. Also wir waren da zu zweit, von anderen Betrieb noch 5, von Pittler selbst 20, was weiß ich, lass mal, ja, so 20 Leute haben dann da gestanden und ab nach der Mittagspause war dieser Meister so voll, das kannst du vorher immer rumgekrölt und Scheiße und ab der Mittagspause war er gut drauf. Nee, bei mir bei der Post mussten die schon, die haben zwar auch gefeiert und gesoffen, aber das war halt so ein ganz alter, der Herr Eppensteiner hieß der. Ja, dann auch immer, da habe ich U-Stahl gefeilt, damit es so schön, die Oberfläche schön wird, hast du auf die Pfeile Kreide drauf gemacht und so. Und dann hat er dann auch beim Ding, hat er gesagt, hier Herr Ding, hat er immer gesagt. Hat er, ja, immer der Herr Ding zu jedem. So. Weil du musstest ja mit Sie, war bei der Post wichtig und so. Ja, dass der hier Herr Ding. Ja, ja. Das wird nachher warm aufgewäscht, wenn sie das, weil am Boden halt die ganze Kreide war und so. Und zum anderen hat er dann gesagt, es kam ohne, dass das nichts wird. Mit Schäbefies kann man auch nicht gerade feilen. Und dann hat er echt oder hat dann im Winkel geguckt, hat gesagt, da kann ich ja noch ein Tanju, da Schmaß. Ja, diese blöden Sprüche von den Wichsern, ich hab da gestanden, hat mir den Arsch abgefeilt. Ja, das war. Ich habe auch mit dem, ich weiß, bei dem einen Bauteil, da habe ich echt tagelang rumgemacht und ist nichts geworden. Und da habe ich so einen Hass gehabt. Das, du hast dann an so ein Ding gehabt mit vielen. Viele elektromechanische Teilchen oder was? Nee, ich habe ein Jahr lang erstmal, das erste Layer war nur Metallbearbeitung. Und da war nur U-Stahl und was weiß ich, irgendwelche anderen Teile zu bauen und so und schweißen und drehen und die ganzen Sachen. Gedreht hast du? Ja, ja. Richtige Drehbänke haben wir da gehabt und sowas. Und auch die Drehbänke durch die Luft geflogen bei uns. Ich vergesse abzuziehen. Ja, 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 bei uns auch. Ja. Und das haben wir gemacht und dann haben wir dann so Gehäuse gebaut und geschweißt, die wir dann später im zweiten Lehrjahr für die Elektromechanik genommen haben. Und so. Und das war ganz witzig.
Also ihr habt gesehen, Andreas hat immer die schwierigsten elektrischen Probleme. Es hat mal so einen Scirocco hast du mal gehabt, da haben wir auch stundenlang gesucht, bis wir einen ganz blöden, was war das, Transistor oder irgendwas gefunden haben, der kaputt war. Es hat ewig gedauert, es war, wenn man einen Blinker angemacht hat, ist die Innenbeleuchtung vom Kofferraum angegangen und so, das war ganz heftig. Genauso bei der Honda war jetzt die Lampe vorne ging nicht und es lag einfach daran, wie ich vorhin gezeigt habe, da sind die Kabel, waren nur noch zwei kleine Litzen übrig, die dann verbunden waren und die sind scheinbar durchgebrannt und dann hing unter dem Kabelschuh nur noch eingeklemmt die Isolierung und deswegen ging das da vorne nicht mehr. Selbst als das Kabel noch 5 cm lang war, haben wir das erst durch Messen nachher herausgefunden. Also es war nicht einfach. Dann sind noch zwei Lampen kaputt, die jetzt ersetzt werden und das war es. Eigentlich kein Riesenproblem, aber ihr seht, auch an so einem kleinen Mopedchen hat man viel zu schrauben und viele Überraschungen. Gut, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Und wenn jemand ein paar Tipps zur DAX hat, was wir noch besser machen können, unten in die Kommentare reinschreiben. Und wir schauen uns das dann an. Ja, alles klar, ciao. Ciao.